Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Mein Energy Ski geht nach oben. Dann 29, komm jetzt ein bisschen schnell, dann 30. Das ist noch cool beim Runenmeister, dass man da auch noch Ding hat. Energy Ski nach einiger Zeit und so. Jo, und dank dieser Rüssi verlieren wir natürlich Leben, aber ja, dafür bekommen wir das auch als Energy Sheet, wenn wir zum Beispiel im Kampf sind. Muss ich gleich noch ein bisschen durchlesen. Jo, es ist wieder ein neuer Bild. Habe ihn gar noch nicht gesagt. Ja, er greift einfach mit Feuerball an und später mit diesem Stab hier. Dekret der Drachenflamme. Aber leider erst ab Level 81. Ausrüstbar. Also, wir nutzen den Teleport, um Miros zu erzeugen. Und die greifen dann mit dieser Nova an. Währenddessen wir leveln, haben wir natürlich damit eigentlich wenig und wir haben sehr viel Mana-Kosten mit Teleport. Ich trage nur einen Stab, der natürlich auch Spreading Fire einsetzt, also dass wir da ein paar andere Gegner anzünden in der Nähe. Und deshalb haben wir auch keine Mana-Reduzierung und so. Aber ja, es geht. Ich habe natürlich auch 2 Punkte investiert, damit Feuerball kein oder weniger Mana kostet. Und es hilft schon, aber es ist wirklich ein schleppender Bild. Und letzte Nacht habe ich noch an einem anderen Charakter probiert. Bei dem liegt es einfach, dass ich nicht so gut treffe, weil ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, Marksplitter oder so etwas, ein Zauber vom Akkulisten, nicht gut zielbar ist und ja. Es sieht toll aus mit dem vielen Blut und so, aber es würde mir einfach zu anstrengend sein, über 30 Minuten Aufnahme zu bringen und so. Ich habe ihn jetzt einfach kurz noch pausiert, bis ich da bessere Items finde. Aber, jo. Ich brauche zumindest mal Resistenzen und so. Ich habe beim Leech eigentlich überhaupt nichts Anständiges da. Und mindestens 2 Unix fehlen habe ich auch noch dort. Ist ein bisschen mühsam, wenn man irgendwelche Beats anfängt zu zocken und dann merkt, ja, ohne die Unix oder ohne irgendwelche bestimmte Modifikatoren auf einem funktioniert der Beat einfach gar nicht. Das sind echt schlimme Beats, auch momentan aktuell nutzbar. Also es ist fast schon ganz nervig, ein Beat hochzuteilen. Weil man einfach nicht die richtigen Items findet, oder? Es ist einfach viel zu schwer für uns gemacht, mit diesen Beats auch hochzukommen. Es ist meistens dann, wenn wirklich nicht viel droppt. Gewisse Sachen noch nicht droppen. Und da hat einfach Last Epoch halt manchmal einfach den Fehler, dass man einfach nicht mehr weiterkommt. Aber gut, ich habe Spaß, einfach Beats auszuprobieren. Wie weit sie kommen, kann ich nicht beeinflussen. Da muss der Entwickler doch schon viel mehr Items dropbar machen, öfters dropbar machen. Und das können sie ja nicht gut. Das ist in diesem Spiel. Motiviert es zwar schon, Items zu finden, also umso mehr, aber auch sehr selten. So Modifikatoren wie zum Beispiel Abklingzeit. Also einfach auf Items, wo zum Beispiel Nahkampfschaden drauf ist oder vielleicht ein bisschen Leben, aber keine Resistenzen drauf ist. Das kannst du nicht einsetzen. Das ist das größte Problem, das ich habe. Ich kann zwar gut den Monstern ausweichen, oder? Also mit Erfahrung. Ich kann auch viel Schaden bekommen, also der B kann viel Schaden machen, aber ich bin völlig aufgeschmissen, wenn ich gegen so einen blöden Boss kämpfen muss, wie zum Beispiel der erste Monolith-Boss. Und zum Beispiel Minions machen einfach gar nichts, oder? Man könnte eben die Fähigkeit nutzen, ich glaube, die ist auf A oder so, um Minions dorthin zu packen, aber die machen gar nichts dann. Vor allem im Nahkampf. Nahkampf-Minions wie die Schwerter, die machen einfach gar nichts. Und das ist das größte Problem, was ich einfach habe. Das Spiel ist noch nicht fertig genug. Du kannst solche Sachen einfach gar nicht machen, weil das Spiel einfach nicht will,
dass es funktioniert. Es funktioniert von hinten bis vorne irgendwie manche Sachen nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich muss mal ein paar Sachen ausprobieren. Jetzt zum Beispiel nicht, aber in manchen Gebieten schießt er, also der Charakter, die Feuerbälle einfach nach oben in die Luft. Weil einfach die Entwickler da noch nicht fertig sind. Die haben irgendwas noch nicht richtig eingestellt, oder? Dass die Feuerbälle in die Luft gehen. Wie sollen sie denn runterkommen? Sie können ja nur auf die Seite zielsuchend sein. Also sie kommen gar nicht mehr runter oder fliegen einfach drüber und drehen sich im Kreis. Solche Sachen, also die Automatik und auch so die Fehlerdinge, wie zum Beispiel hier, hier kann ich nicht nach rechts. Hier ist aber nichts. Ich kann trotzdem nicht nach rechts. Die haben vergessen, einfach die Kollision auszustehen. Solche Sachen nerven mich einfach ein bisschen. Jetzt bin ich wirklich ein bisschen damit beschäftigt gewesen. Doch nochmal ein guter Charakter oder so. Gutes, weitleveliges, also wie weit ich bin, herauszufinden, und damit ich den nächsten Part machen kann. Ja, und scheinbar es wird es halt auch immer wie schwieriger, je weiter man ist. Ich muss wirklich mal den Totem-Baby rausnehmen, mit dem ein bisschen Gameplay zeigen, aber ich habe jetzt echt gerade nicht so viel Lust, Last Epoch zu spielen. Das Update ist ja immer noch 2 Monate. Braucht es noch, bis es da ist. Es wird langsam ein bisschen komisch. Also es, oder man probiert und kommt dennoch irgendwie nicht weiter. Es ist einfach, manche Sachen funktionieren nicht so, wie sie beschrieben sind. Oh, guter Bild. Ja, den kannst du aber nicht spielen, weil das Problem da ist. Oder diese Items eigentlich gar nicht funktionieren oder gar nicht da sind. Die droppen ja nie. Ich brauche so viel Abklingzeit bei diesem anderen Marksplitter, heißt glaube ich, das geht. Und so Sachen, und währenddessen kann ich einfach nicht meine eine Fähigkeit, die letzte Fähigkeit beim Leash, einfach einsetzen, oder? Ich brauche diese Abklingzeit. Jetzt muss ich gerade ein bisschen nachdenken. Ich glaube, es ist diese Fähigkeit oder eine andere Fähigkeit. Ah, genau, der Leash. Der ist so schnell wieder weg. Du hast unglaublich, wie die Leash-Form da einfach nicht immer da sein will. Und das nervt, weil ich muss sie immer wieder einsetzen. Und dann muss ich auch immer noch den Sprung einsetzen, der hat. Reach oder Reap. Glaube ich, heißt der Reap. Und ja, damit ich ein bisschen Leben noch bekomme. Und dann stirbt er. Die Leash-Form halt. Und der Charakter hat dann wieder volles Leben, glaube ich. Aber es funktioniert einfach nicht so, wie ich will. Es ist zu anstrengend, es zu spielen. Und dieser Bild hat bis Dragonflame Addict halt auch ziemlich. Jo. Ihr seht's ja. Also, ich habe halt alles Unique Items und Set Items. Ich brauche zum Beispiel die 2 Ringe, brauche ich unbedingt. Ich brauche auch ein bisschen Leaflage, ein bisschen Elementarwiderstand. Ich brauche hier zum Beispiel Feuerschaden, also Brandschaden. Das Amulett könnte ich noch austauschen, ja. Aber sonst brauche ich alles, die Rüstung vor allem. Oder? Ich muss ja am Leben bleiben. Das ist halt ständig, oder? Du bist zu itemabhängig gerade. Und ich hoffe einfach, dass es ab dem 21. Februar dann besser wird. Dass du nicht mehr so ständig itemabhängig bist. Jetzt gerade, ja, bräuchte ich Mana-Regeneration. Aber fast keine Items, die richtig gut sind. Ja, es ist doch ein bisschen demotivierend gerade. Ich habe ein bisschen Spaß. Jetzt habe ich auch genügend Mana gerade, um ein bisschen mehr teleportieren zu können. Aber die Minions, also diese Mirrors, diese Spiegelbilder, die machen kaum Schaden, solange ich nicht Minion Damage auf den Items habe. Und wie finde ich Minion Damage? Wird vom Itemfilter natürlich angezeigt, aber wir sind zu wenig und sind auch wieder zu schlechte Items, oder? Hast du nur Minion Damage drauf? Ja.
ist das alles ein bisschen schwer gerade. Ich habe keinen Spaß an diesem Bild. Ich habe Spaß am Vorwärtskommen, ja. Ich habe Spaß am 81 werden, Level 81 werden. Aber es ist mir zu anstrengend. Ich bin gerade nicht so fit. Ja, Last Epoch gerade nicht so leicht, aber es macht natürlich schon Spaß. Außerhalb von diesem Bild, diesen Builds. Also ich freue mich echt wieder, wenn das Update da ist. Sehr, sehr, sehr. Frostklaue, Feuerschaden über Zeit, das ist etwas, was ich brauche. Oh, Nekrose Widerstand. Also Feuerschaden mache ich weg. Das ist dringendst. Etwas, was ich wieder brauche. Oh. Oh, ich habe etwas gefunden, was ich brauche. Endlich. Also es kann sein, dass jetzt momentan einfach ein bisschen mehr Minecraft Videos kommen oder ein neues Projekt. Damit ich einfach nicht gerade so extrem viel Zeit in Last Epoch setzen muss. Natürlich mache ich noch ein bisschen Zeit einstecken, aber meistens damit ihr keine langweiligen Videos bekommt, sondern spannende Videos. Und ja, da muss der Entwickler etwas machen. Jetzt ist auch M draußen, habe ich gesehen. Aber was macht dieses 0.9.0 oder 1M? Ist nicht genau. Steht hier oben 0.9.2.m. Nein. Jo. Eigentlich gar nicht mal so viel, oder? Gar nichts. Es also, hat nicht mal Patch Notes bekommen. Schade. Kann nachher nochmal kurz schauen. Nach dem Boss. Das ist auch geil. Wenn ich diese Waffeverzauberungsskill einsetze, wird der Brandschaden sofort eingesetzt. Nicht Damage over Time. Ja, das sieht man auch. Er bekommt viel mehr Schaden. So. Wunderbar. Also jetzt zweimal hintereinander die Kampagne durchzumachen, ist schon ein bisschen anstrengend. Aber gut, ich bin auch ein bisschen selber schuld. Ich probiere ein bisschen zu viel aus. Hab nicht den richtigen Bild. Es macht keinen Spaß, das Spiel immer wieder weiter zu spielen, wenn zum Beispiel Bosse oder normale Gegner, zum Beispiel rare Gegner, einfach zu lange brauchen. Und es ist mir zu anstrengend, oder? Ich habe eine Nervenkrankheit und das geht auf die Nerven. So, so, so. Und die ist jetzt momentan so schlimm, dass ich wahrscheinlich an Weihnachten fast nichts machen kann. Ich bin dreimal eingeladen von die Chinas. Das ist, also Fondue ist ja mit Käse, ist einfach mit Fleisch. Also zweimal von die Chinas und einmal Raclette und das ist ja auch Käse. Kann ich jetzt momentan nicht so gut essen. Und ich möchte natürlich nicht so einen mega Trubel haben am Essenstisch. Da wird immer sehr viel geredet und oh, geschwärmt und alles. Oh, die Leute haben es so gerne. Aber der Geschmackssinn ist einfach mir zu stark ausgeprägt, solange ich die Nervenprobleme habe. Ist eben zum Beispiel auch hier in-game, wenn ich jetzt mal sterbe oder so, dann merke ich auch wieder Feuerschaden über Zeit und den Inventarschaden im Nahkampf. Ich merke es einfach, dass das Spiel mich zu viel anstrengt. Viel zu viel. Boah, wie ich spammen kann, bis der endlich tot ist. Eieiei. Aber ich finde die Feuerbälle cool. Habe ich noch die Handschuhe? Nein, ich habe die falschen Handschuhe. Wollte ich dann noch mal zeigen, wie es aussieht, wenn die Feuerbälle halb Feuer, halb Blitz ist. Sieht richtig cool aus. Ein bisschen langweilig. Also sieht also wie ein Stern oder so, aber ohne feste Zacken. Und dann die Farbe, so ganz weiß bis gelblich, ist ziemlich cool. Also mit Feuer drin natürlich, mit den Flammen drin, ein bisschen rot. Aber ziemlich geil. Nur eben, dann mache ich keinen Brandschaden mehr. Ich mache einfach keinen Schaden mehr dann. Naja. Die Gegend ist so cool hier. Richtig genial.
leider ein bisschen dürr und ein bisschen ja, eintönig sonst. Aber so ziemlich cool mit den Rohren. Finde ich so geil, dass einfach mal die Kanalisation wahrscheinlich diese Wüste gemacht hat hier, oder? Nachher kommt die Kanalisation und dann wird das wahrscheinlich nach oben gepumpt. Oder es wird hier runter gepumpt. Nein, ja, es ist nur wenig Wasser hier. Es wird also nach oben gepumpt. Und man sieht es eigentlich gar nie, wie die Menschen da gelebt haben. Also die, die das Wasser gebraucht haben. Es ist halt überall Tempel, ja, kirchliche, wie sagen wir dem? So wie Vatikanstadt. Sehr religiöse Stadt. Und überall, ja, geht das Schmutzwasser einfach weg. Wer macht den Schmutz überhaupt? Sind das Maschinen? Ist das die Magie, die die Schmutz verursacht? Keine Ahnung. Oder einfach nur die Gegner. Aber das war früher, glaube ich, mal alles grau hier, gell? Also wer weiß das noch? Wer hat das Spiel eigentlich ziemlich gut gespielt früher? Ich glaube, es war alles grau, so ein braun. Es war so Kies oder so. Und ja, ich habe natürlich sehr wenig nur die Aufnahmen gemacht. Ich kann mich gar nicht mehr so erinnern, oder? Wenn du ständig Aufnahmen machst und dich eigentlich gar nicht auf die Konzentration setzt, irgendwas zu merken. Das haben übrigens viele Leute, also wenn sie aufnehmen oder Livestreams machen, können sie gar nicht so gut alles merken. Die Kanalisation war, glaube ich, ein bisschen braun, rostig. Das ist jetzt auch noch auf den Seiten, aber nicht mehr so rostfarben. Schon cool, wie der Akt 6 sich verändert hat. Er hat sich erst kürzlich verändert. Das müssen sicher noch ein paar wissen. Das Item, die hier gepostet werden. Betäubung im Nahkampf mit einem Zepter, okay? Cool. Ja, Zepter sind ja nicht nur Magiewaffen. Oder vielleicht einfach für den Paladin zum Zuschlagen noch ein bisschen. Aber braucht er so viel Betäubung wahrscheinlich nicht. Aber übrigens, ich habe dann auf den Handschuhen 72 physischer Widerstand. Und wenn wir Alt drücken, dann steht hier Rang 7. Und Rang 7 ist, glaube ich, der höchste oder der zweithöchste Rang. Und ich habe einfach 72, sondern 75 Maximum. Ist ziemlich cool. Und ich werde wieder angegriffen. Also da habe ich einen guten Roll bekommen. Das habe ich, glaube ich, in einem Part dann gehabt, gell? Aber das war in einem Part. Habe ich mich gewundert. Ja, wenn geht endlich mal ein anderer Ding. Boni. Und dann gab es nur noch zwei Boni. Rüstung und Einstimmung. Ist echt komisch. War das im Livestream? Ich habe ja einige Zeit gelivestreamt. Möchte ich natürlich gerne wieder machen, wenn ich einfach ein bisschen fitter bin. Oder ich werde einfach mal Minecraft livestreamen. Zum Beispiel GTA kann ich momentan gar nicht gut spielen. Das tut mich so überfordern. Jetzt muss ich leider ein bisschen pausieren. Und ich wollte ja im Rollersplay machen im Livestream. Das habe ich ja den Server so finanziert mit Mods. Aber da läuft eigentlich gerade gar nichts. Es kommt niemand, der Geld gibt. Und deshalb läuft der Server gerade gar nicht. Ich kann leider nicht. Das ist ein neues Item, das habe ich noch nie gefunden, oder? What the fuck, wie selten ist das Item? Doch, das habe ich doch schon mal. Nein. Entweder habe ich es und ich habe es einfach ein bisschen ignoriert, weil es eben mit Hydride zu tun hat. Ich glaube schon, ich habe schon mal gesehen. Aber irgendwie jo, ist das ziemlich neu für mich. So eben, ich müsste hierhin machen, aber das kostet mir einfach zu viel Mana. Ich könnte es jetzt nochmals probieren. Ich habe ja zwei Mana-Punkte weniger. Aber ich möchte eher streuen
Und das kostet wieder Mana. Nein, das mag ich nicht. Also momentan müsste ich versuchen, einfach 4 Punkte noch, könnte ich noch bis 17 und dann 3 Punkte hier rein tun. Oder ich mache. Ich mache das einfach hier hin. Ne? Ah, noch ein Mana kostet nicht zu sehen, aber nein, noch nicht jetzt. Ich mache jetzt einfach ein bisschen auf AOE-Schaden, weil ich so wenig AOE habe. Ja, das sieht man natürlich nicht, wenn ich so wenig Punkte brauche. Also eben, Brandschaden wäre natürlich wichtig. Oh, Bienen, Bienen, Bienen. Geil, Bienen. Aber, jo. Also besser ist es einfach. Soll ich das wieder rausnehmen? Nein, ich brauche ja nicht Brandschar, also. Ich brauche da 4 Punkte, bis Brandschar endlich kommt. Nee, doch, lieber das andere. Ah, das geht ja nur herum. Das trifft ja gar nicht einen Boss oder so, wo ich denn das mache. Stimmt, also das war ein bisschen Blödsinn. Also doch lieber anders gehen. Ich tue da einen Punkt wieder rausnehmen. Dann sowieso nicht. Ich muss ja weiterkommen, sonst komme ich beim Boss dann nicht mehr weiter. Also bis ein starker Boss kommt. So, endlich Beschwerden weg. Beim Schwert Beschwerden weg. Waffe für Zaubern heißt Beschwerden weg. Schöner Heilzauber. So, ich werde einfach nach dem Part noch weiterspielen, bis da mit dem Performance extrem, also mit dem Arbeitsspeicher brauchenden Level wieder weg ist. Also Ende Akt 6. Im letzten Level. Bevor man zu Herof kommt. Und werde dann wieder weiter zeigen. Jo. Können wir Akt 7 nochmals genießen. Und dann sind wir beim Monolithen. Gone. Aber jetzt erstmal nochmals ein bisschen Gameplay. Sieht so cool aus, wie das Wasser rauskommt. Der Fangzahn. Oh ja. Ein Anfänger-Item. Oder ist das größer? Das ist das größere Item. Es gibt so ein gelbes davon. Von dem Amulett. Ja, das ist das gelbe, okay. Oder das orange. Das ist einfach so ein verstärktes Items. Gab es, glaube ich, bei Path of Exile oder so irgendwo? Nein, bei Diablo 2 gab es das. Wo einfach eine Exalted und eine Elite-Version draus war. Wo einfach ein paar Level höher war. Also hier sind es, glaube ich, ungefähr 50 Level. Und in Diablo waren es, glaube ich, 25 oder so, circa. So. Was die Unix einfach wieder stärker macht, ob gleich lässt oder fast gleich lässt. Ich finde ein Bild eigentlich ziemlich gut momentan. Hatte in Akt 4 echt Probleme. Und hier habe ich auch Probleme, dass die Feuerbälle einfach nicht geschossen werden. Ja, die Kisten sind echt buggy noch. Weg damit, alle zerstören. Ihr gehört nicht ins Spiel, ihr seid buggy. Hey jo. Die Flasche entwischt. Ich habe sie völlig eingedrückt. Also Aua hat es nicht gemacht, aber habe ich einfach gesagt. Wie die Feuerbälle manchmal fliegen.
weil ich die Gefahr bin. So seitwärts Wind oder so. So. Jetzt haben wir da fast voll. Ich muss zu Blitzbeschwörungen, wie es heißt, quick kommen. Das dauert noch einige Zeit. Daniel Level 50 stimmt. Unsterblich auch noch. Oder bis hier Runenblitz, genau, ist so, ne, Glyphe der. Ah, Runenblitz ist der dreifach Elementarangriff. Glyphe der Herrschaft muss ich kommen. Und ich habe ja unbedingt das Waffeverzaubern gebraucht, damit ich mehr Schaden beim Boss mache. Und genau das ist es. Und bin deshalb bei Runenmeister eigentlich noch gar nicht weit. Aber bei sowas, nein, bei Sauberklinge steckt. Hast du nicht viel Schaden? Und es ist einfach mal ein Chi-Chi-Schutz. Ich muss es richtig sagen, so wie es falsch heißt in mir. Schutz. Oder Schildschutz. Schutzschild. So wie es richtig heißt. Okay, auf Englisch heißt es auch ein bisschen anders, aber da macht es mehr Sinn scheinbar. Mein Wort ist eigentlich ja, im Englischen etwas anders als Defense oder so. Defense ist ja eigentlich Schutz und Verteidigung. Und auf Deutsch heißt es einfach beides gleich und tönt einfach so. Okay, es heißt ja auch Rüstung. Oder Schild oder so. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, wird wahrscheinlich noch reichen. Zeitlich. Diese Gräber, ich frage mich immer, wer hat die Gräber hier aufgestellt? Es muss ja mega lange gedauert haben, bis da die Menschen gestorben sind und dass die Gräber nur so auf der Seite hingepackt wurden und nicht irgendwo hin transportiert wurden, ja, auf einem Friedhof. Das muss ja richtig düster gewesen sein. Aber es sind scheinbar ja die Bösen gewesen, weil die haben ja Rilef ange-Ding, oder? Die wurden dann böse. Könnt ihr mal denken, wenn ihr einfach so einen Gott habt und ihr müsst dem Gott folgen, sonst tötet er dich oder so. Und diese Adlerkrieger, sind das einfach erschaffene Krieger wahrscheinlich? Die ja die Menschen gehetzt und gefoltert haben. Sie haben überall die Kanalisationen gemacht, damit überall Schmutz liegt. Hey, okay, gut. Und dann diese Geister, wie aus einem Horrorfilm, diese Rites. Schon komisch. Hey, bin ich langsam. Ich muss, glaube ich, noch mindestens einen Ring ausrüsten. So, was haben wir jetzt im Feuerball? Okay, nur die Hälfte vom Level 13. Ja, ich gehe hier runter. Kriegschancen ist nicht. Ah, das Amulett noch austauschen? Okay, das tausche ich jetzt nicht im Part aus. Gut, ich muss den Part beenden, sonst hat Judo wieder Probleme bei der Verarbeitung. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Tschüss.